Okidoki. Weiter geht's mit einem neuen Part. Mario 3D Land auf dem 3DS mit dem Zwergfürst. Ich hab's gesehen. Der letzte Part war doch ein bisschen kürzer, als ich erwartet habe. Dafür werden wir heute mindestens die zweite Welt beenden und vielleicht noch die Hälfte der dritten Welt schaffen. Ich werde heute auf jeden Fall ordentlich reinhauen in den Levels. Auf geht's. Hier mit der Blume. Mit der Feuerblume. Direkt mal. Oh, hier haben wir Mario. Zeichen. Gleich mal Münzenpower hier. Voll Münzenpower im Part. So. Sieht so aus, als ob wir das bräuchten. Ja. Na, dafür noch nicht, aber. Wie es aussieht hier im Level. Und hier habe ich was gesehen. Stampfattacke. Och nö. Für euch ein Tanuki. Wo kriege ich denn jetzt einen Tanuki her? Stampf war erstmal auf den Ohrring. Auf den Ohrpiercing von Mario. Und dafür brauche ich. Das Schrubbschrauber-Dingens. Jo, auch nicht alles geschafft, aber. Man kann ja nicht alles schaffen. So, hier mal. P-Schalter. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Nein! Nein! Ich hab's vergeigt. Nein! Erster Fail des Parts. Ich geb nicht auf. Und weiter geht's. Naja, die Feuerblume habe ich verloren, aber was soll ich hier in diesem Level mit einer Feuerblume? Dann sammeln wir hier wieder. Und weiter ein. Hops! Und das kann ich ja auch so. Ist ja jetzt keine allzu schlechte Sache. Allzu schwere Sache. Hops. Ich verreck's auch immer wieder. Ist heute irgendwie nicht mein Tag, oder? Ach, die letzte Münze. Und zack. Sag mir, wie hieß der Schalter? Irgendeinen Namen hatte der. Zack, Tanuki-Blatt. Genau das wollte ich haben. Das wollte ich sehen. So, jetzt bin ich wieder hier. Kann ich das Ding irgendwie ablegen? Ach so, ich kann auch so. So, nämlich hier geht's hoch. Das habe ich mir mal angeguckt. Ja, ich habe ein bisschen nachgeguckt, bevor ich dieses Level gespielt habe, damit ich Bescheid weiß, welche, wo ich die Starcoins kriege. Kann man mir ja nicht verübeln. Oh, was ist das für eine Form? Sieht aus wie ein L, aber ein L mit drei Streifen. Seltsam. So, mal hier runter. Ja, nicht in den Abgrund fallen. So. Power Goombas. Peace Switch, jetzt habe ich's. Peace Switch heißen diese blauen Dinger. Was ist da? Muss man ein bisschen überlegen, dann kommt man drauf. Oh, noch so ein Dings, falls man das verloren hat. So, Paragummer besiegt. Peace Switch aktiviert. Hops. Hoch da, runter da. Hopp. Ein paar Münzen einsammeln und einen Applaus kassieren. Oder auch nicht. Doch, habe ich geschafft. Geh mal wieder hoch. Vielleicht gibt es hier ein letztes Starcoin. Oder auch nicht. Oh, 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 oh. Schnell wieder hoch. Nein, ich vergeig das. Ich vergeig's. Ah, gerade so. One up.
So. Geh sterben, Gumba. Au, Mann. Gumba des Todes. Den übersehen wir jetzt mal. Im zweiten Anlauf. Stunkern habe ich mir geholt. Hopp, darüber, da sehe ich schon die zweite Stunkern. Und saubere Landung. Zack. Oh. Todessprung. Hier mal rüber. Saubere Landung auf das Ding. Rüber. Zeit bekommen. Gumba. Gumba. Noch so ein Dingens. Das werden wir wohl benötigen. Oh. Sieht das nach unserer dritter Starcoin aus? Ja. Ich brauche aber noch so ein Kasten-Dingens. Och, ein Herzchen. Das Retro-Level für Mario. Ach, das ist die Peach. Habe ich auch nicht gesehen. Mal schnell die Dinger hier besiegen, die uns jede Menge Münzen geben. Peach und ein Herzchen aus Münzen. Wenn das mal keine Liebe zum Retro-Spiel ist. Zack, und hier ist auch unsere gewünschte Box. Mal hier hochdrehen. Und wutsch. Haben wir sogar die zwei goldenen Münzverstärker gesammelt. Und so heißen sie bestimmt nicht. Hier ist Peachs Auge. Pixel Art. Hier im 2D. Perfekt. Zack, zack. Der guten alten Zeiten zuliebe. Und goldene Fahne. Au. Das ist keine goldene Fahne. Naja, machen wir gleich mal. Machen wir euch nochmal und dann kriegen wir das hin. Sternmünzen haben wir ja schon. Zack, Versuch Nummer 2. So, goldene Fahne. Verkack's nicht, Mario. Yes! Haben wir gemacht. Goldene Fahne. Level geschafft. So. Können wir abhaken, das Level. Level. Welt 2.3 ist geschafft. Weiter geht's in Level Welt 2.4. Da haben wir noch ein Toadhaus und dann kommt das Luftschiff. Also erst Luftschiff. Hopp. Ah, mal springen. Bewegt man das. Der Block ist unwichtig, denke ich, oder? Hat der Block eine Bedeutung? Scheint mir nicht so. Oder doch? Jetzt springe ich hier die ganze Zeit wegen einem nutzlosen Block rum. Ah, Leben. Secret Leben. Wenn das mal nichts wert war. Ja, auch ein. Nein. Leben versteckt. Bienen? Ich bin eine Biene. Ganz genau, du bist eine Biene. So. Hier schön darauf achten, nicht runterzufallen. Die wechselt immer, wenn man springt. Wenn man das verpasst, dann fällt man runter. Oh, eine Bowser-Box. Springen Goombas raus. Starcoin. Oh, Starcoin des Todes. Aber sowas von. Mit Goomba-Falle und. Zack. Und. Freier Fall, Falle. Freier Fall, Falle klingt komisch. So, hier mal hoch. Zack. 3D. Und 3D-Münzen. Nee, 3D schalte ich jetzt nicht an. Kann ich gar nicht. Dann seht ihr es nicht mehr.
Das ist blöd für die Kamera. Aber diese Wolke ist ein bisschen versetzt, da kann man jetzt nicht drauf. Fällt man dann runter. Ich will ja auch nicht die Zeit, ich will nur Starcoin. Block, Wirbel. Oh. Hier kann ich hoch. Zack, hier gibt es noch ein Item. Wenn ich es richtig sehe. Ach komm. Ja, ein Leben. Noch ein Lebenssecret. Lebenssecret. Wenn es 2 ist. Wenn ich richtig gezählt habe. So, hier runtergleiten. Das ist eine Starcoin. Die kriegen wir auch noch. Oder auch nicht. Schade. Ja. So. Eins haben wir ja noch auf Vorrat. Leben holen. Können wir gebrauchen. 33 Leben haben wir. Hui. Das wäre mir nur Super Mario Bros. Auf der Wii nicht passiert. 33 Leben. Ich glaube es kaum. Dass ich mal so gut in einem Mario-Spiel bin. Aber ich sag euch, das wird sich noch ändern. Spezialwelten. Sag ich nur. Die spiele ich gerade offscreen. Gibt es ja 3 Dateien auf diesem Spiel. Eine benutze ich für ein Let's Play. Einen Spielstand. Ups. Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Habe ich meinen Tanuki verloren. Oh gut, müssen wir halt ohne Tanuki leben. Macht's zwar ein bisschen schwerer, aber... Macht's vor allem fast unmöglich, die dritte Sternmünze zu bekommen, aber... Wer ja gelacht, wie wir uns davon einschüchtern ließen. Von den Bienen kann man sich jetzt einschüchtern lassen. Oh man. Hier hätte man auch eine Starcoin, Tanuki kriegen können, aber. Joa. Natürlich nicht, wenn man klein ist. Hopp, die Starcoin kriegen wir. Dann muss ich da nochmal mit einem Tanuki rein. Wie es aussieht. Wow, die Gumbas sind jetzt natürlich auch eine Gefahr. Und dafür sind die Fallen da. Hier gibt es jede Menge. Oh, ist das schwierig, wenn man klein ist. So. Hopserchen. Hopp, ja, nicht runterfallen. Und da kommt die zweite Starcoin. Kennen wir ja schon. In 3D. Fast runtergefallen. Jetzt kannst du runterfallen, Mario. Oh, ein schöner Block für uns. Nein! Ich wollte doch keine Blume, ich wollte ein Tanuki, Mann. Oh, gut, dann halt nicht. Bleibt uns das Leben halt vergönnt. Nicht vergönnt, oder? Benutzt keine Wörter, die du nicht weißt. Wie sie bedeuten, lieber Zwergenfürst. Tja, und verrat mir mal, wie ich jetzt hier hochkomme. Da ist nämlich die Starcoin. Da krieg ich doch nicht mehr hin. Joa, die Level werden halt schwerer. Und das Leben habe ich mir versaut. Ja, Videospiele haben mein Leben versaut. Ich habe ja noch 31. 30, um genau zu sein. Fail-Parade des Todes. Bau. Bab. 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 Bin schon wieder klein. Was soll denn das jetzt hier werden? Ich
dachte, ich komme jetzt hier so weiter, so gut weiter wie in den letzten Parts, aber ja, schaffen wir heute wohl doch nicht so viel. Ich dachte, wir schaffen heute noch die dritte Welt, teilweise auch. Wie hat schon Let's Play Markus gesagt, du sollst das Spiel nicht überschätzen. Es killt dich immer wieder. Oh, hier gibt's ein Gratis-Item. Das ist das, was ich irgendwann, ich glaube im ersten Part sogar schon angesprochen habe. Die Items, die man kriegt, wenn man oft genug abloost. Das ist ein goldener Tornuki. Fail! Ein goldener Tornuki. Damit kannst du sozusagen durch Trainer. Ich bin noch bei Pokémon Sonne. Ich hab gerade eben Pokémon Sonne aufgenommen. Vorproduziert. Damit kannst du durch Gegner durchrennen. Das ist wie so ein Stern. Wartet. Zack. Zack. Könnt ihr gar nichts. Und gleichzeitig ist ein Tanuki. Ist das nicht geil? Haben sie irgendwie eingebaut, damit auch kleine Kinder, also und auch große Kinder wie ich, halt nicht am Verzweifeln sind, wenn sie das irgendwie eine Ermutigung haben, weiterzumachen. Dann kommen dann nach einer Weile ein paar Items, die es dir dann vielleicht ein bisschen leichter machen. Vielleicht ein bisschen zu leicht. Aber gut. Ich werde sie noch zu Genüge gebrauchen. Moderieren kann ich irgendwie auch nicht mehr, oder? Zack, zack, zack. Ein bisschen schneller einsammeln. Hopp. Und hops hier hoch. Hops. Und zweites Darkcoin. Nö, das nehmen wir uns jetzt nicht. Hab ich gerade keinen Bock drauf. Hoppity hopp. Hoppity hopp. Rot aktivieren. Und hops. Da drauf. Seht ihr die Stunkeln? Klar seht ihr so. Seid ja nicht blind. So. Werdet ihr blind? Wäre das nicht so spannend, das Let's Play? Naja, ihr könntet mir beim Moderieren zuhören. Und wenn nur halb so spannend, wie es zu gucken. Gucken Blinde eigentlich YouTube? Ja, gucken tun sie es ja nicht, aber hören. Sie können es sich da vorstellen. Diskutieren wir mal drüber in den Kommentaren. Ob Blinde YouTube gucken. Der Blinde, der YouTube guckt, meldet sich bitte hier unter der Nummer 0815 1234 567 10. Könnt ihr jetzt anrufen, wenn ihr ein Blinder seid und YouTube-Videos guckt. Und es mir verraten, dass ihr ein Blinder seid und YouTube-Videos guckt. So. Luftschiff. Nummer 1. Das schaffen wir heute noch. Ich weiß, der Part ist schon ein wenig lang. Ich weiß, ich überschätze das gerne ein bisschen, aber ich glaube, das hat ja jetzt wirklich ein bisschen gedauert. So ein Zeitgefühl habe ich auch noch. Ein schlechtes Zeitgefühl, aber ich habe noch Zeitgefühl. Zwar ein ungenaues, aber. Hör auf zu reden, Zwergenfürst, und mach einfach weiter. Ja, ich mach weiter. Und werde direkt von einem Bunsenbrenner getroffen. Und was soll ich denn mit einem Großpilz? Oh, Scoring Level. Wie sagte ein kluger Mensch immer zu Scoring Level? Scoring Level, wie ich das liebe. Zitat Ende. Ja, ich weiß, dass es geklaut, aber es ist wahr. Scrolling Level.
Die liebe ich wirklich. Sarkasmus, Ironie. Irgendwie schon. Wie hieß denn der nochmal? Endgegner Nummer 1. Oha. Ach so, jetzt können wir drauf. Und jetzt abhauen. Au, 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 au. Zack, 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 zack. Oh, 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 der greift noch weiter an. Au, das sieht nicht gut aus. Aber das sieht gut aus. Noch einmal müssen wir ihn treffen, dreimal müssen wir ihn treffen. Oh. Angst, Angst, Angst. Berechtigte Angst. Fast hätten wir ihn. Schaffst du, Zwergi? Dann lass dich nicht einkriegen. Oh, oh. Fast wieder in die Flammen gesprungen. Wegscrollende Levels. Und wie die mir gefallen. Ich muss mir selbst Sprüche schreiben. Und nicht von anderen abkupfern. Nicht so, wie ich es gerade gemacht habe, aber... Sowas wie in Lego-Leveln. Kennt ihr meinen Spruch? In Lego-Levels. In Lego-Spielen. Wenn nicht, guckt ein Lego-Let's Play von mir. Das werde ich jetzt nicht zitieren. Mache ich nur ein Lego-Let's Plays. Und ab und zu auch mal ein Pokémon Sonne. Okay, ja. Meine Sprüche haben auf jeden Fall nochmal Überarbeitungsbedarf. Wo ist der dritte Star rein? Hier unten. Stimmt, die hätte ich fast vergessen. So, Tanuki wäre besser für diesen Bosskampf, aber... Leben. Komm her, Leben. Ich brauch dich. Rein hier, weil ich habe in der letzten Zeit, in den letzten paar Minuten einige Leben verloren. So, strengen wir uns mal ein bisschen an. Pom-Pom, wenn ich mich richtig dran erinnere. Huh. Pom-Pom war sein Name. Und drauf. Uh-oh. 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 Ich muss vorsichtiger sein. Ich bin klein. Nein. So, drauf da. Noch einmal. Spring, Mario. Spring. Huh, nicht abkratzen. Au, 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 au. Besiegt. Als kleiner Mario. Münzchen. Kommt zu Papa. Noch mehr Münzchen. Kommt her. Ja, komm, jetzt kommt der Spruch. Münzchen. Denn ich bin geldgeil. Ja. Das ist nur schön ein Lego-Let's Plays. Also für Lego-Fans, die wissen, was ich meine. Zack. Mario, goldene Fahne. Alle drei Star-Coins und Gegner besiegt. Wenn das mal kein gutes Ende für diesen Part ist. Ja. Darf ich nach oben? Soll es euch trotz der Fehlparade heute gefallen haben. Ja. Man sieht sich. Abo da lassen, falls ihr neu dabei seid. Ja. Nächste Welt gibt es im nächsten Part. Tut mir leid, ich wollte eigentlich noch mehr schaffen, aber ja. Mach jetzt Schluss und ja. Seh, wie ich das im Schnitt zusammenkriege. Ihr habt euch wohl. Haut rein.
Thank you.